ein neues 15-Monats-Hoch mit ganz niedrigen Umsätzen, minimaler Schwankung, absolut ganz schwacher Volatilität. Das ist eine Geschichte, das kann man in einem Satz zusammenfassen, das ist echte Arbeitsverweigerung, was der hier macht. Heute zum Beispiel waren es 80 Punkte Range zwischen Hoch und Tief, das ist echt wenig. Wenn man sich mal die Qualität dieser Kerzen hier anschaut, das ist mal eine klitzekleine Ausnahme, die auch, aber der Rest, die sind so winzig. Wenn man da den ganzen Tag davor sitzt, und zum Glück mache ich das nicht mehr, weil das würde mir also voll auf den Geist gehen, dann ist das, glaube ich, ziemlich langweilig. So viel Popcorn kann man gar nicht essen oder Radio hören oder Fernsehen nebenbei gucken. Also, wir haben mal ganz kurz hier auf die Volatilität geschaut. Es ist interessant, die Kombination 15 Monats hoch und dann sind wir hier mit 16,68 auf dem Einjahrestief in der Volatilität. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Egal wie, es ist so, muss man so hinnehmen. Wir haben kleine Bewegungen, wie gesagt, heute mit den 80 Punkten, das ist echt nicht viel. Wir haben minimale Umsätze. Ich habe aber hier kein Verkaufssignal über Stochastik, noch nichts wirklich Negatives über den Trendfolger. Die Bänder verraten mir gar nichts, außer dass das untere schneller steigt als das obere. Das heißt, die Bänder gehen wieder zusammen. Ich möchte sagen, es ist ein Chill-Modus, aber da passiert einfach momentan nicht viel. Ich habe also hier kein frisches Signal. Gleitende Durchschnitte sind weiterhin positiv. Und ja, wir haben ein neues 15-Monats-Hoch. Wir sind nur minimal über dem Gap vom 20.01.2022 bei 15.912. Das sind noch 5 Punkte. Also für mich gilt das mehr oder weniger als geschlossen. Das Problem mit diesem Markt ist, dass A, es sind wenig Umsätze und dann konzentriert sich die Tradergemeinschaft auf die Einzelwerte. Und nur mal so als Beispiel, habe ich eine Commerzbank, vor 3 Wochen wollte sie keiner mehr haben, kam her. Das ist der Tageschart, da waren sie ja bei 8,50, sogar 8,30, heute sind sie 10,80. Das sind 3 Wochen. Hier spricht keiner mehr von Bankenkrise. Haben wir hier Allianz, die waren auch jetzt die letzten Tage tendenziell eher ruhig. Auf einmal schießen sie hoch. Und wenn die über 224 sind, haben die auch viel Platz. Das gilt UniCredit, 52 Wochen hoch. Das gilt für Deutsche Bank und. Heute sind es die Banken, die vor 3 Wochen keiner haben wollte. Vor ein paar Tagen waren es mal ein bisschen die Autos, jetzt will sie auf einmal auch keiner mehr haben. Sowas wie Truck, Daimler Truck, Traton, wie sie alle heißen. Wir liegen voll in der Berichtssaison. Ich gehe mal zurück zum DAX. Also auch für, jetzt kommt der SAP, ich glaube am Freitag. Aber auch Nasdaq, voll in der Berichtssaison. Netflix hat es gezeigt, war nicht so toll. Die Banken in Amerika sind schon fast durch. Die einen waren gut, die anderen schlecht. Das ist hier ein ausgewogenes Nichtstun, sagen wir mal so. Und vor dem Hintergrund, ich halte mich hier wirklich zurück. Ich versuche es hier und da in einzelnen Werten. Aber ein DAX, 80 Punkte, das ist selbst für sehr gute Daytrader schwierig, da irgendwie was zu erwischen. Ja, vielleicht mal 30, vielleicht mal 40 Punkte, ja. Ich habe auch hier keine Meinung, gebe ich ganz ehrlich zu, ob die nächsten 50 Punkte hoch oder runter sind. Selbst die nächsten 100 Punkte hoch oder runter. Bleibe allerdings bei der Auffassung, dass wir das hier nochmal sehen müssen, auch auf relativ kurze Zeit. Das ist die 15.270 zu 15.300. Vom Chart her, um die mal zu zeigen, habe ich wichtige Punkte, den hier kennt ihr, das ist die 15.670. Wenn wir da mit Schlusskurs drunter sind, ist nicht so schön. Oben haben wir dieses Mini-Gap, was ich eben angesprochen hatte, von 15.912. Für mich gilt es als geschlossen. Dann die psychologische Marke von 16.000 und dann die 16.270. Mehr ist da nicht. Aber hier von der Technik her kann ich überhaupt nichts ablesen, was irgendwie eine 51-49% Chance verspricht. Tut mir leid. Ich habe die Scheine neu gemischt. Ich habe die mal ein bisschen angepasst. Die Hebel, das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde her, die habe ich so gemacht um 17 Uhr, die können jetzt schon ein bisschen anders sein. Ich bin höher gegangen im ersten Call, 15.157. 15.000, da sind wir hier unter dieser Soft Landing Area. Und dann, das soll heißen 14.845, da sind wir nochmal ein bisschen weiter weg mit einem Hebel von lediglich 15. Da sind wir hier in der Nähe von diesem Zwischentief, was wir hatten Ende März. Die Puts habe ich ein bisschen weiter weggenommen, 16.497, das ist ein 25er Hebel. Da sind wir hinter dem All-Time-High,
Wo ist er denn? Hier ungefähr. Und dann noch weiter weg, ich weiß nicht, was da heute los ist mit den Zahlen hier, 16.805, das ist ein Hebel von 17, nochmal ein bisschen weiter weg. Ich möchte es mal so formulieren, wenn wir hier so, das erinnert mich an so eine Tropfsteinhöhle mit den Stalagmiten, ja? Stalaktiten kommen von oben runter, die tropfen schneller oder andersrum, die entwickeln sich schneller. Die Stalagmiten, die von unten hochkommen, die brauchen länger und so kommt mir das Ding hoch, das tröpfelt hier hoch, also brauche ich nicht, muss nicht mitmachen. Und ich befürchte, dass jetzt in den nächsten 2 Wochen schon wieder die ersten Sprüche kommen von wegen Sell in May and go away. Da muss man schauen, was da passiert. Ich habe hier momentan nichts und ich glaube auch nicht, dass mit diesen Kleckerkerzen, dass der Markt hier neu heiß macht. Vielleicht geht er über die 16.000. Soll er es machen. Aber ich sehe hier nicht und auch beim Nasdaq nicht irgendwie genügend Impuls, genügend Kraft, genügend Anschlussorders, nennt es wie ihr wollt, dass wir hier irgendwie nennenswert hochziehen. Das ist Kleckerkram. Sorry, tut mir leid. Freitag gibt es keinen Film, weil Freitagabend ist so ein Treffen von den Rednern für Samstag, für den Börsentag in München. Den kriege ich erst am Sonntagabend hin. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.